So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei, ich wollte schon Red Dead Redemption sagen, bei Far Cry 5. Und wir fahren jetzt da drüben, seht ihr das schon, einmal kurz zum Prepper-Versteck, was hier ganz in der Nähe ist. Auf der anderen Seite ist dann noch ein Peggy-Versteck, wie heißt das eigentlich, Außenposten oder? Insekten-Außenposten, den wollte ich dann auch ganz gerne mal befreien. Zeit ist er jetzt da. Warum wird mir der Weg eigentlich nicht angezeigt? Das kotzt mich voll an. Ich fahr komplett in die falsche Richtung. So, warte mal. So, wartet. So, jetzt erstmal hier. Dann links und dann muss ich einfach nur geradeaus runter. Alles klar. Gut. Wieso wird mir dieser scheiß Wegpunkt nicht angezeigt? Alter, das kotzt mich ja voll an. Was ist hier denn? Irgendwie so ein Stecknadel oder so. Ah ne, das ist diese Apfelfarm gewesen, glaube ich. Zeig mal diesen Weg an. Ich würde mal sagen, wir fahren nicht Brücke runter, sondern brettern hier einfach jetzt runter. Oh, hier ist ein bisschen hoch. Oh, egal, egal. Der hat eine Mission für uns. Oh, die. Du beflügelst uns alle. Was soll ich denn jetzt für eine Waffe? Ach Mann. Alter spielt bei uns Whitetails keine Rolle. Wir können jede Hilfe brauchen. Nimm zum Beispiel George. Der geht auf die 80 zu. Aber er ist einer unserer besten Späher. Ich schlage vor, wir sehen mal nach ihm. Wir? Oh. Nochmal. Man kann nicht mehr unbewaffnet rausgehen. Alles klar, jetzt habe ich so eine Scheißwaffe hier. Ich gar nicht will. So, hier müssen wir runter. Gehen wir da eben zu Fuß hin. JWD juckt eh keinen. Was ist denn hier unten? Oh! Mann! Braucht nicht mal seine Ruhe hier. Wo sind die jetzt? Können wir wieder reden? Hör erst auf, wenn die Leppich tauge nicht für das hier. Nicht so wie Bo. Das ist dieser Überlebenskünstler oben in den Bergen. Du solltest mal zu ihm, der kennt sich echt aus. Alles klar. Ey, wie Leute wir mittlerweile kennen. Echt, die ganze Map ist ja schon voll von diesen. Ja, hier überall sind diese ganzen Menschenmissionen, wo Menschen irgendwie sind. Mann, Mann, Mann. Ja, so ein Quad. Nee, wie heißt das? Ein Quad. Quad. Das hört komisch an. Mal, da oben muss ich hin. Ah, okay. Scheint so eine alte Eisenbahnbrücke oder so zu sein hier. Da unten ist noch ein Kollege, da gehen wir dann danach mal hin und fragen mal, was der für ein Mensch uns noch näher bringen will. Ui, er wird geshootet. So. War da auch noch einer. Hä? Oh. Dann können wir jetzt nicht mehr retten. Was
Sag nicht noch, der Flieger ist. Ach, Mann. Jetzt ist der Flieger auch noch da. Also, mein Kumpels und ich haben ein Vorratsversteck der Peggys geplündert. Wir haben die Ausrüstung in den Brückenpfeilern versteckt. Du wirst einen guten Kletterhaken brauchen, um daran zu kommen. Alles klar! Oh, hi. Welches Ziel? Fickt euch. Kommt dieser scheiß Flieger schon wieder, ey. Führe Luftangriff durch. Gibt's nicht. So. Alles klar. Mann! Wie soll ich denn hoch? Ich hab doch einen Kletterhaken, meine ich, ne? Ich müsste einen haben. Aber da komme ich doch nicht rüber, wenn ich von oben quasi so. Ach, ich hab keine Ahnung. I don't know. So bin ich denn jetzt? Ach hier, okay. Flieger ist schon wieder da. Mann! Ich krieg die Krise mit dem fucking Flieger. Wo ist denn der? Scheißflieger, ne? Was habe ich einen Flieger verloren? Wo ist denn der? Da. Muss mal wieder genau auf mich zufliegen. Ach, das ist ein Lieber, der gehört zu mir. Geht anscheinend nicht. Begib dich zum Gerüst. Ja, das ist aber nicht gerade einfach. Okay, okay, okay. Ist jetzt so eine Sache, weil ich komme noch da nicht rüber irgendwie. Hey, der stinkt, der hat eine Staubwolke hinter sich.
fickt euch doch alle, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Überall sind diese Missgeburten. Überall. Also ich kann wirklich nur Schnellreisen machen. Anders geht's ja gar nicht mehr. Fahre ich mal eine Strecke von 2 Kilometern, dauert es eine halbe Stunde, bis ich da bin. Weil einfach alles vollgeschissen ist von denen. So, sind die hier wieder? Die stehen hier wieder. So, machen wir jetzt ganz leise. So wird's gemacht. Oh, da oben. Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Verdammt! Verdammter Schuster! Wo ist der Typ hin? Kann ich noch was plündern? Ja, wie mache ich das jetzt mit dem... Ah, ich kann auch einfach rüber. Dingensen, ne? Ah, okay, okay. Aber, ach, da. Ich sehe schon. Ah man, easy going. Bisschen klettern. Wie in guten alten Zeiten von Far Cry 3 und so. Huh? Oder hängen aber schon ein paar. Ah, Mann, nice. Okay, was jetzt? Was hier lesen? War es nicht wert. Ich weiß nicht, ob die sich die Mühe gemacht haben, nach mir zu suchen. Die haben einfach nur die fehlende Ausrüstung gesehen und auf der Stelle kehrt gemacht, um sich auf meine Familie zu stürzen und sie hier aufzuhängen. Oh, das ist eine Familie. Damit ich an jedem Einzelnen vorbei musste, wie er vor sich hin rottete, um an das zu kommen, was ich gestohlen hatte. Das ist schon eine asoziale Sache. Das ist schon echt asozial. Ah! Ist ja geil hier, ey. Voll geil, Alter. Hier ist ja wirklich alles. Ey, könnte ich mir vorstellen, wirklich zu wohnen, Alter. Ich würde es richtig sick hier finden. Weißt du, auch noch geile Aussicht dabei. Da ist auch noch Cash hier. Ja, Cash liegt da vorne. Na, ja, nice. Wollen wir noch was plündern? Na, wie kommen wir jetzt hier runter? Weil ich... Ja. Per Schnellreise oder wie? Weil hoch kommen wir hier jetzt nicht mehr, ne?
Ach, Oregano. Ah, hat sich das hier schön eingerichtet. So noch schön viel Essen da. Alles klar, machen wir eine Schnellreise. Und zwar, wo sind wir denn jetzt? Okay, ich wollte eigentlich hier hin dann. Aber dann würde ich sagen, vorher ist ja gar nichts mehr. Machen wir hier eine Schnellreise hin und gehen dann da mal hin zu Merlebrixe. Ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Die bleiben nur zwei Wege, Erlösung und Tod. John Seed. Aha. Ja, Leute, ich würde auch sagen, wir beenden hier mal die Folge. Ich weiß, ich habe jetzt gar nichts gemacht, aber ist halt so, wa? Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.